So, also hier ist das Fahrgestell für das neue Velomobil mit Hecklenkung. Die Hecklenkung wird stabilisiert durch dieses Gewicht hier. Im Bug von dem Fahrzeug. Und das betätigt über eine Steuerstange und den Lenkerhebel das Hinterrad. Wenn jetzt das Fahrzeug in die Kurve fährt, zieht die Fliehkraft das Gewicht auf die kurvenäußere Seite und das bewirkt, dass das Rad automatisch gegenlenkt, also ein stabiles Fahrverhalten. Auf die Art und Weise wird die Hecklenkung einigermaßen fahrbar, auch bei höheren Geschwindigkeiten. Durch die Hecklenkung kann man vorne sehr kompakten Antrieb mit sehr kurzer Kette bauen, ohne die üblichen Verluste durch die Umlenkrollen. Und das Fahrzeug wird überhaupt sehr kompakt.